Die beleuchteten Brüder sind eigentlich zu zweit, aber manchmal hat eben nur einer für euch Zeit. Oft ist es Biber, doch der geht heute aus und Pong bleibt allein zu Haus. Nahtlos, fast nahtlos geht's weiter. Moment, meine Stoppuhr muss nochmal angeworfen werden. Das ist hiermit geschehen. Ich habe gerade Gene Wilder alle Ehre gemacht. Heißt der Gene Wilder? Ja, oder? Die originale Charlie, der originale Willy Wonka, ja, der heißt Gene Wilder. Letztes Jahr verstorben. Ganz guter Film. Besser als das Remake mit Johnny Depp. Ja, richtig gute Idee. Einen scheiß gruseligen Fickclown aufziehen in einem scheiß gruseligen Fickhaus. Ist das der Weg? Ich kann es nicht weiter drehen. Zu viele offene Schubladen. Ich guck noch mal in die hier rein und in die hier rein. Nein und nein. Ich ärgere mich gerade, meine Pause nicht für Rauchen genutzt zu haben. Naja. Hä, und nu? Ach was. Jack in the Box. Kann auch die Lampe nicht ausmachen. Okay, ich glaube, das Spiel wurde noch nicht weiter programmiert dazu. aha. Ich kann es nicht weiter drehen. Ich höre nix. Ich kann nicht mit diesem Ball spielen, was mich ein bisschen traurig. Oh, was ist hier? Das bin ich bestimmt schon dreimal dran vorbei gerade. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Mhm. Okay, ihr müsst euch ganz kurz dieses Lichtmobile anschauen. Mit dem süßen Elefanten, den Giraffen, der Sonne, diesem komischen Zeichen, was möglicherweise Wolken darstellen sollen. Stern, Krokodil, Quietscheentchen, Herz. Es ist viel los da, muss man wirklich sagen. Pferdemal, Haarpinsel. Ich drehe mir gerade eine Zigarette, ich muss es kurz zugeben. Kleiner Tipp für Leute von euch, die lernen möchten, wie man Zigaretten dreht. Am besten, mit Abstand am besten funktioniert das, wenn man das verdammt nochmal einfach übt. Man muss es einfach ganz oft machen, dann kann man es irgendwann. Am Anfang sehen die Dinger immer aus wie Joints oder sind mega dick, aua, in der Mitte. Und am Anfang und am Ende nicht so. Das ist normal. Am Anfang ist das so. Moment. So, jetzt kann es weitergehen. Übrigens ein gutes Spiel, um nebenbei zu rauchen. Oh Gott, oh Gott. Nicht nur, weil es hilft, potenziell die Nerven ein bisschen zu beruhigen, nein, auch, weil man das gut spielen kann mit Zigarette in der Hand, weil man nicht so wahnsinnig viele Knöpfe braucht. Aha. Okay, das ist ja alles noch mehr abgefuckt, als es ohnehin schon war. Stehen da irgendwelche sinnvollen Sachen? Attier. Ja, ja, am Anfang versagt. Mhm. Hm.
Safe. Ich habe viel mehr Sachen gefunden. Also sehr viel mehr Bilder gefunden. Okay, hier. Hä? Habe ich hier was verpasst? Er hat doch gerade gesprochen wie so ein Wilder. Sind hier Puppen drin? Scheint auch immer irgendwie ein neues Thema zu haben. Es waren mal Ratten. Möglicherweise werden es jetzt Zombies. Endlich Zombies. Gone. Gone. Einfach nur gone. Ganz clever gemacht, wie sich hier immer so ein bisschen mehr verändert. Erst flackert dann das Licht bei der einen Runde, jetzt sind ja plötzlich Teppiche. Und hier ist eine Tür. Und da ist vorbei. Und noch eine Tür. Die ist zu. Die kann ich nicht mehr anwählen. Nein, ist zu. Jetzt ist hier ein Bild von einer Frau, die offensichtlich der Chef der Bande ist, weil sie lässt sich chauffieren. Auch hier ist zu. Hier ist was zum Öffnen. Scheiße, wie war denn eigentlich die Zahl vorhin? Ich muss das... Ich habe davon so eine dreistellige Zahl gehabt. 2, 9... Ne, irgendwas mit 7. 2, 7, 9. Ich glaube, es war 2, 7, 9. Wenn ich das nochmal brauche. Ich habe das schon so oft erwähnt, aber ich kann nicht umhin, immer und immer wieder an PT erinnert zu werden. Ich hoffe, dass ihr alle das gespielt habt. Hey, Verarschung. Sin Circus, ja. Circus indeed. Denn PT war absolut fantastisch und grandios. Das hat so viel für das Walking Simulator Horror Genre getan. Das lässt sich gar nicht genug ermessen. Das hat es eigentlich praktisch erfunden. Drunk, easy to forget. Going in circles. Yet. Jetzt gehen die plötzlich alle auf. Das sind die Restless Memories. Ich frage mich, ob das auch irgendeine Bewandtnis hat, dass der Protagonist humpelt. Das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Moment. Kurze Zigarettenausmachpause. So. Bin ich wieder calm. Calm as fuck. Das ist mein Motto. Nein, die lasse ich an. Nein, die mache ich aus, denn ich merke die Gefahr. Hi.
eigentlich ist das Spiel nichts anderes als eine billige, na billig ist es nicht, aber als eine Aneinanderreihung von Jumpscares. Schlüssel gefunden, gleich eingesetzt. Link lässt grüßen. Oh, die Tür ist verschlossen. Oh, ich komme nicht mehr weiter. Oh, Mist, wo soll ich denn hin? Diese Tür ist bestimmt wieder verschlossen. Hier kann ich aufmachen, aber hier ist nichts drin. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter. Oh, ein Haufen voll mit Kram. Ah, da ist ja der Schlüssel. Das wäre der eigentliche Weg gewesen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Ratten. Ich finde Ratten überhaupt nicht schlimm. Ich finde die eher potenziell ein kleines bisschen niedlich. Ich hatte mal Mäuse. Der ehemalige Mäusepapa. Deswegen bin ich Profi in der Materie. Hilf mir, kleiner Freund. Du bist hier durch die Wand, also gehe ich durch diese Tür. Nein, doch. Der baut solche Gänge. Das ist schrecklich. Lieberlein, das hier gerade erinnert mich ein bisschen an das Haus deiner Oma. Wenn du verstehst, was ich meine. Nur, dass es hier ein bisschen abgefuckter ist. Und hier doch ein Hauch mehr Ratten rumrennen. Okay, das Bild der Ratte wird auf jeden Fall wieder aufgegriffen. Oh, du machst ganz schön viel Ärger für so ein kleines Tier. Cat, Dog, Red. Oh weh. Soll ich mal gucken, ob ich das schaffe, zu gucken, wer wohin geht? Red, Red geht zu 8. Ich mach das mal von links nach rechts. Cat. Der geht nirgendwo hin. Geht, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zu 4. Und Dog. Ja, lalalalala. Zur 2. 4, 2, 8. Katze 4, Hund 2, Ratte 8. 4, 2, 8. Okay. 4, 2, 8. Katze, Hund, Ratte. Kann ich das hier irgendwo eingeben? Vielleicht bedeutet es auch, weil eine Ratte auf dem Zettel abgebildet war, sich 8-mal versuchen, achso, versuchen muss, diese Tür zu öffnen. Oder 428 mal versuchen muss, diese Tür zu öffnen und dann geht sie auf. Ha. Nee, Moment mal. Nee, doch. Ich dachte gerade, das kann nicht sein, weil 2 und 5 zueinander gehen, aber ich glaube, das sieht nur so aus, weil sich da die Linien überschneiden. Ich glaube, die 2 geht da rechts weiter und geht dann bis zum Dog. Ach, Red, 2. Wenn man die so versteht. Cat könnte auch 1 sein. Wenn man die 1 rückwärts verfolgt, dann scheint es da so lang zu gehen, dann da noch eine Schleife und dann zur 1.
Also vielleicht ist es auch 1, 2, 8. Die 3 rückwärts. Da hoch, da rum. Nicht. Entweder ist es 1, 2, 8 oder 4, 2, 8. Aber das hilft mir gerade gar nichts, weil ich hier überhaupt nichts finde, was mit dem ich interagieren könnte in irgendeiner Form. Ich kann ja auch nicht springen, ich kann nicht da die Leiter hoch. Hier sind irgendwelche Hautfetzen als Leinwand. Hier ist zu. Oh nein. Mein Telefon klingelt. Ist eine gute Videozeit. Bis zum nächsten Mal.